So, ich kann kurz meine Demonstration durchführen. Hey, Gib mir das gesehen, Licht. Mein Geschenk. Oh, warte, ich das nehm... eingestellt. Lila ist nicht. Ja, ich hab Lila. Okay. Hey, du! Komm her! Als eine Demonstration! Du! Also, es ist wie die Schaffensklappen, muss man zuerst mit der ja. Rüstigen Farbe drauf geben. Genau. Genau, und dann werden die normal und dann, kann man die schlagen. Du bist das größte, Demo. Nein, bin ich nicht. Also, doch, der Grün ist tot. Du hast doch Lila, nicht wahr? Lila ist hier hinten irgendwo lang gerannt. Zumindest hab ich gerade was Lila, leuchten gehört. Lila ist schon tot. Ach gut, Grün habe ich gerade erledigt. Einmal kurz anhieten und dann dreimal draufhauen. Genau. Und dann freut er sich. Nehmen. Gut, ich würde sagen, auf nach Castaway Isle. Hier haben wir Spaß. Nein, wir müssen nach Snitcher Gym. Snitcher Gym. Wo war denn diese Kackinsel? Südwesten. Direkt in der Nähe der Festung, wo wir tatsächlich hin müssen. Liegt direkt neben Old Bootford, was umbenannt wurde zu Festung der Verdammten. Oder Fort der Verdammten. Irgendwas entsprechendes. Also keine Ahnung. Was hast du gesagt, Luf? Ah! Also kein alter Schuh mehr. Ja, kein alter Schuh mehr. Aber ja, vor der Verdammten heißt es. Genau, und dort werden wir bestimmt irgendwelche Spieler finden. Wir sind nämlich nie im Leben die einzigen, die jetzt gerade das Ding aktiv machen wollen. Während ich gefüllt habe vorhin, war das Fort tatsächlich schon einmal aktiv. Oh, das ist da, das ist jemand gemacht. Unter anderem ja, aber du siehst vor allen Dingen einen weiteren Schädel. Einen roten Schädel. Und ja, es gibt eine Möglichkeit, das auf der Karte zu sehen, weil der Loot unter anderem Schnittertruhen beinhalten kann. Luf, hör bitte auf, dein Bein ins Innere deines Körpers zu ziehen. Das wäre sehr freundlich. Aber das ist mein gutes Rest. Ich bin voll der Profi da drin. Warum alles in der Welt haben wir... Ach, das ist ein Nagel, der einfach nur rot leuchtend wirkt. Hä? Nagel? Oh. Ja, schaut euch mal auf der Karte an. Wenn ihr auf die Karte geht, dann sieht das so aus, als wäre der obere Nagel, der die Karte festgenagelt hat, irgendwie wie so ein roter Kristall leuchtet. Ach so. Wie das Licht da drüber. Was ist du? Eigentlich nicht. Das sah gerade wortwörtlich so aus. Vielleicht, weil ich die Dämmerungsverhältnisse jetzt gerade gewandt habe, nicht mehr. Wahrscheinlich. Aber gerade sah es ganz genau so aus wie so ein matterer Meerjungfrauenrubin. Hm, hm, hm. Mhm. So, jetzt müssen wir noch ein Spielerschiff finden. Das Mystery aber besonders hoch. Ja, hat sogar beim ersten Versuch geklappt dieses Mal. Verrückt? Ich weiß. Oh mein Gott, ich habe hier einen bei mir in der Freundesliste, der spielt Spotify Music. Wirklich? Ja. Ich bin überrascht, dass er sich. Wir haben es in einer Stunde geschafft, die ganzen Flammen zusammenzukriegen, abgesehen von der rosa Flamme. Das ist schnell. Stimmt. Das stimmt allerdings. So, du musst schauen, dass du die Liste wieder bereinigt, meinst du? Krieg ich rein. Ich weiß. Oder was wolltest du gerade sagen, Bermo? Nee, nicht die Liste. Dass ich das hinbekomme, dass ich Dinge einspielen kann. Ah, du meinst ein Soundboard anschließen? Nee, ich kann an meinem Mischpult kann ich zum Beispiel mein Handy oder so anschließen. Ja. Nur, dass dann der gesamte Rest der Einstellung ja nicht glücklich darüber ist, dass ein Mischpult dran ist. Ja, dafür brauche ich noch eventuell ein zweites Audio-Interface. Insel? Okay, da war es so ein Schlaffi-Schuss.
Der Schuss war so schlaff, das könnte fast schon ein Spieler gewesen sein. Ich habe einen Spieler gesehen. Wo? Nicht auf der Insel? Oder es könnte ein Skatschiff gewesen sein. Das ist auch möglich, das war bei der Flotte. Da habe ich gerade irgendwas, habe ich gerade einen Mast gesehen. Halt da kurz ausschauen in die Richtung Skatschiff, da war gerade kurz was. Na, ich geh mal rauf, dann sehe ich ein bisschen mehr. Könnte eine Skatschuppe gewesen sein, könnte eine echte Schuppe gewesen sein. Könnte aber auch eine Illusion gewesen sein. Das Spiel verarscht uns. Da ist auf jeden Fall eine Schaluppe da hinten. Aber was klar ist oder nicht, das weiß ich nicht. Das sieht mir nach einer normalen aus. Ja, das ist normale. Wir können das Risiko eingehen, so können wir uns immer verziehen. Oder die Skatford einfach zerlegen. Wir müssen so oder so einfach sterben, weißt du? Aber die sieht echt ziemlich normal aus und sehr schnell. Ja, das ist eine normale. Wir müssen einfach nur verrecken. Dann haben wir alles, dann können wir nach Castaway also den Snitcher Jim verprügeln. Genau. Nein, Schaluppe, warte auf uns. Wir sind schneller, wir haben gerade guten Wind, also setz die Segel so richtig. Können wir die Bündnisflagge hissen? Die ist schon oben. Ah. Luke, das ist doch mal das Erste, was gehisst wird bei uns. Ja, natürlich, jetzt dreht sich der Wind oder was? Ja. Wir haben, glaube ich, auch im Bündnis dem was geändert. Oh. Was? Ja. Ich glaube, die haben es irgendwie mit den Anteilen verändert, die man kriegt. Damit sich der Wert des Loots nicht automatisch durch erhöht, aber sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, mich daran zu erinnern. Hat es erhöht? Nein, die haben das verändert. Ich meine, früher. Oh, die Schlüppe prügelt sich mit dem Skelettschiffen. Früher war es ja so, Luft, da kriegte jeder immer 50% der oben drauf. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Ach, oben drauf? Ja, früher hat eine andere Kuh von deinem Loot 50% gekriegt. Was? Ohne dass dir was abgezogen wurde. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Das ist, was ich sagen wollte. Das ist eine Brick. Noch das besser. Oder hat sich die Schaluppe jetzt verpisst? Breck? Ach nein, das ist eine Skelettschaluppe und... Ja, und eine echte. Welle, geh mal weg, da! Ja, eine normale. Warum? Warum, wenn ich mich hier jedes Mal rumdrehe, stehst du mit der Knarre hinter mir? Luke wartet nur auf den Anruf von Palpatine. Order 66. Alles klar, bam! Wie war das? Sie musste uns immer opfern? Ja. Irgendwas komisches in ihrer komischen ritualistischen Kultur, in der sie sich befindet. Ich sehe noch ein Schiff. Noch eine weitere Schaluppe. Aber streben wir erstmal die da hinten an. Wo ist die? Ich sehe die gerade nicht mehr. Bei den Felsen. Na gut, ich habe jetzt noch eine. Ich sehe jetzt gerade drei Schaluppen insgesamt. Eine hinten beim Außenposten, dann eine vor uns bei den Felsen und eine in der Nähe von, also in die Richtung von Crook's Hollow. So, schön die Segel im Wind halten. Oder vor dem Wind halten. Wenn man das funktioniert gerade nicht, weil bei mir bist du ein Skelett. Das heißt, du machst die Hände nur so. Die Hände, da bewegst du die Daumen. Du machst die Hände nur so. Macht Gestiken vor dem Bildschirm, die niemand sehen kann. Nee, deine Hände, dein Daumen bewegt es. Das heißt, deine Hände sind halt nur flach. Du hast so flache Hände und wackelst damit so rum, als würdest du ein Vogel sein wollen, der fliegt. Klar, gell? So, wir sind in Reichweite für ein Ahoi. Alles klar. Was war das? G. Wo ist denn das? Ah. Ahoi! Wir sind freundlich gesinnt. Please kill us. Vorne das Segel einziehen.
Ah, denn die Bitte ist Vorschlagflagge oben. Die haben angenommen. Ja. Trefflich. Hello there. Would you stop for a moment and consider murdering one of us? We need to perform a human sacrifice. Okay, gib wieder vorne Segel. Baby, du nimmst ja gleich das Steuer, wenn ich ja gleich zu denen rüberspringe. Ich muss ja zwangsläufig, ne? Ja. Also, gib vorne ganz Segel. Ich hab mir das Autofahren gesehen. Ja. Vorne ist ganz Segel gegeben. Jetzt schon. Helfen mit, die Segel im Wind zu halten. Hat es geklappt, Eisen? Ich bin oben. Okay. Dann. Hello there. Müssen wir wieder Richtung Norden. Okay. Harder Daddy. Thank you! Was? Harder Daddy. What the fuck? Habe dir, ich habe die rosa Flamme. I didn't expect you to say that. Ja. Erinnerst du dich an das Gespräch, das wir über Familienbande hatten? Ich weiß nicht, was du meinst. Wurden gerade in eine, in eine chemische Lösung getaucht und haben es aufgelöst. Das heißt, du, jetzt bist du gerade ausgefasst mit diejenigen, die mir die Verwandtschaft aufkündigt. Du bist mein Ex-Bruder. Dies ist dein Ex-Bruder. Alles klar, Castaway Isle, sind wir auf Kurs? Ja, wir düsen jetzt brav Richtung Norden. So, ich mache diese Lampe ausgerichtet. Ich nehme wieder die weiße, weil die am schwersten zu kriegen ist. Ah, den anderen behalte ich rosa. Dieser Bruder ist tot. Nein, der schläft nur. Dieser Was Bruder macht schläft. Tim da. Frank schreit. Ich weiß es nicht. Levitations-Selbstbefriedigung. Er leckt sich die Eier. Alles in der Luft. Ja, natürlich. Das macht doch uns keinen Sinn. Okay, ab hier beginnt der komische Nebel. Nebel? Ach, oh, das Vorderverdammten ist von einem komischen Nebel umzogen auch noch. Ach, das Ding da hinten? Ja, das heißt aber, Castaway Isle müsste sich jetzt nordwestlich von uns befinden. Ja. So in der Theorie. Ist das dieser kleine komische Splitter da auf unserer vor uns da jetzt gerade? Ich werde das überprüfen, Meister. Ja, ja, geht das. Alles gut. Hast du die pinke Flamme irgendwo zwischengelagert? Ja. Tada. Er war ein guter Christ. Immer doch. Ich hab immer brav mein Weihwasser getrunken. Jetzt bin ich unaufhaltsam. Auch in dir steckt ein guter Christ. Unsere Allianzflagge müsste nochmal neu gehisst werden jetzt. Da rennen sie beide hoch. Wer äußert zuerst um? Schau mir auf meinen fetten Arsch. Was, nein, du bist unter mir. Also bei mir ist auch Luffy oben drüber gewesen. Verdammt. Ich konnte nicht mal dran rauskommen, weißt du? Es hat sich nicht mal gelohnt. Oh, Kass, woher also? Echt jetzt? Ich hab drauf geklickt, aber. Naja, der ist dieser. Wieso haben wir 5 Dublonen gekriegt? Weil wir die Insel erreicht haben, wahrscheinlich. Es hat kein Geräusch gemacht. Haben die gerade einen Ritualschädel verkauft?
Die Wahnsinnigen! Na gut, ja, dann. Sie. Okay, von mir aus. Snitcherchen, Snitcherchen. Der war, glaube ich, meiner, nicht wahr? Ja. Du bist Piggy mit Luft. Warst du quasi 90% der männlichen Sprecher? Nein, die anderen, ich glaube, die haben die ungefähr 50-50. Die anderen 90% sind die. Die anderen 90% hast du. Außerdem hast du Duke. Duke. Mit Duke reden wir am meisten. Oh no! Oh nein! Oh, nein, hey, nein, hier ist, nein. Au. Hier ist übrigens noch so ein komischer Rumsteh-Captain. Wo ist der Rum? Ah, da ist der Rumsteh-Captain. Herr Rumsteh-Captain, komm her. Wieso habt ihr mir so alles gefallen lassen? Luff, wir mussten jetzt nicht explizit noch von dir geopfert werden. Was meint ihr denn, so meint du? Luff hat das anders gesehen anscheinend. So, Stitcher Jim, du alter Snitcher. Oh, warte, ich muss erst kurz... Ja, schnabulier du was. Nein! So. Hey, Bruder, ich kann nicht mit ihm reden. Hallo, echt? Spiel. Okay, warte, ich trete ein bisschen zur Seite. So. Ah, jetzt. Hey, du kacke Kind. Hast du gesehen, was im Old Boot fortgeschieht? Ich habe dich beobachtet. Ich hab dort beobachtet, dass dort dunkle Mächte im Werk sind. Es ist nun viel mehr Fort der Verdammten. Fort der Verdammten? Das klingt übel. Oh nein. Es ist wirklich. Ich habe es ausgespielt. Ja. Das Fort ist nun irgendwie korrumpiert. Es ist zu einem düsteren Ort für dunkle Rituale geworden. Aber du kannst alles noch stoppen. Im Fort befinden sich 6 komische Statuen. Jeder scheint eine Schicksalsflamme zu akzeptieren. Du weißt schon, von der Fähre. 6 Flammen, 6 Arten zu sterben. Okay. Sobald alle 6 entzündet sind, musst du ein Ritualschild auf den Sockel platzieren und das Fort erwacht. Dann hast du die Chance, die Skelette zu besiegen. Warum gehst du nicht in erleuchtete Statuen? Ha! Du kannst die möglichen Farben von nur von der Schicksalsflamme des Fährmannes erhalten. Sie ändern die Farbe, je nachdem, wie du stirbst, nicht wahr? Dann kannst du diese Flammen in deiner Laterne mit dir nehmen. Das einzige Problem ist der Fährmann. Ich kümmere mich drum. Der hat noch eine Rechnung mit mir offen. Also gehe ich auf keinen Fall darunter. Ich werde nicht lügen, ich habe ein paar üble Sachen auf dem Kerbholz. Immer nennt man mich nicht Kurt Cuddly Jim, oder? Haha, ich fürchte, der Fährmann würde mich nicht mehr von Haken lassen. Was geschieht in diesem Fort? Ich habe diesen Ort ausgespielt, denke ich, weiß davon vor sich liegt. Ich habe einiges gelernt, als ich mir Zeit mit einem gewissen Skelettlord verbracht habe, der Goldhorder. Die Skelette haben vor kurzem einige dunkle Relikte gestohlen. Mit denen und den richtigen Ritualen lässt sie eine Art Fenster zum Meer der Verdammten öffnen. Der ganze Ort wird von der anderen Welt verzerrt. Es ist wie eine dunkle Vision des Portals des Fährmannes. Kein Wunder, dass die Schicksalsschatten entkommen konnten. Wenn du denkst, dass du sie aufhalten kannst, dann nimm dir eine erfahrene Crew und mach die auf den Weg. Alles klar. Okay. Wir waren hier, haben eine Daru-Statue hingesetzt. Auf zur Festung. Wie sieht man in der Richtung kommt, dass ich gar den Schädel mitnehme? Ja, das hat ihn dir von den Füßen ja weggeklaut, während du gegessen hast. Jetzt. Alles klar, seid ihr bereit? Nein. Ich hab mal mehr zu fangen. Spooky, scary skeleton, send shivers down your spine, dum dum. Springt ihr gleich. Bringt sich gleich dieser Kürbiskopfband um die Ecke. Ich dachte, es wäre wieder durch die Welt gehietet worden. Was? Ich dachte kurzzeitig, als es happeniert wurde, dass wir durch die Welt gehietet werden würde. Mit Piggy. Einfach ins Rote Meer fliegen oder so. Ja. Piggy, das Orbitschweinchen. Okay, ich muss sofort so auf die Insel, die im Roten Meer liegt. Das wäre echt lustig, einfach nur kurz mal bis Triple Peak hochgeprügelt. Direkt in den Raum des Goldhorders. In die Falle, wo Piggy das letzte Mal drin hängen geblieben ist. Aber nicht gestorben ist. Nein, das war echt der höchste Sport, den ich je gesehen habe. Achso, warte, ich rühre schnell mein Glas, ich bin in wenigen Sekunden wieder da. Ja. Und Kraken. I'll be back. Oh, es wird dunkel. Ja. Es wird nachts, geil. Vorne einziehen. Okay. Ich fände es lustig, wenn wir Luft jetzt einfach nehmen könnten und sie opfern würden. Hinten auf halb. Diese Festung hat übrigens keine Kanonentürme mehr. Das bedeutet, wir haben keine Alarmanlage, falls irgendwas passiert. Ich,
und keine Deckung. Ich bin ganz froh, dass das Ding keine Kanonen drüber hat. Ja gut, die Festung ist aber erst aktiv, wenn wir sie aktivieren. Nicht vorher. Ja, ist ja gut. Hinten komplett einziehen? Naja. So, ich nehme mal... Achso, warten wir auf Luft. Wir den Ritual jetzt schon dann gleich, oder? Wir müssen erstmal die Flammen entfachen, damit wir in der Lage sind, den Ritualschädel zu nutzen. Alles klar. Ich hab grün! Ich habe die Flamme der Liebe. Wir warten jetzt noch Luft. Ja, alles wartet schon auf Luft. Hallo? Jemand daheim? Sie sollte vielleicht jetzt schon Proviant mitnehmen. Ach ja, stimmt. Das wird gleich maximal hektisch. Hey, Piggy schreit. So, ich nehme die Pistole mit. Okay, wenn wir unterwegs noch Maggie finden, die müssen wir noch mitnehmen, ne? Wie viel brauchst du denn noch? 5. Zur Kenntnis genommen. Insgesamt. Ach, deswegen, einen müssen wir noch mitnehmen und dann habe ich meine 5 Futterfleisch voll. Ich nehme lieber noch kurz die weiße Flamme, die ist noch schwieriger zu kriegen. Flamme kann nicht von Laterne genommen werden, bist du behindert? Oh, ich habe sogar schon 71 Trophäenfische von 100. Dann nehmen. So. Bezwinge 5 blaue Schicksalsschatten, 25 blaue Schicksalsschatten, 50, 5 rote, grün. Achso, das ist einfach nur eine. Okay. Genau. Besiege alle Gegner vor der verdammten 50 Mal. Ist das Spiel eigentlich behindert? Das Vor ist ja permanent, also wird das kein Problem sein. Lu, welche Flamme hast du? Die Pinke. Perfekt. Dann hoch zur Festung. Ja, Piggy hat zwischendrin kurz mal geschrien, da haben wir ihn gefüttert. Oh Gott. Okay. Diese Einhornstatue über dem Tor. Oh nein. So. Ach cool. So, und jetzt haben wir hier die Fährmann-Statuen. Wir müssen die entsprechenden Flammen verteilen. Hier. Blitz. Heben. Wie bei jedem Skat. Jetzt müssen wir die anderen drei holen. Ich nehme mir dann die Heilflamme. Also hast du blau, dann nehme ich weiß. Weiß haben wir schon. Weiß brauchen wir. Ach, hast du schon. Wir brauchen noch, wir brauchen weiß, lila. Nee, wir brauchen blau, lila und rot. Dann nehme ich rot. Habe blau. Lila war unten, ne? Ja, hinten in der Kajüte. Habe Luft. Rot. Nimm dir schon mal ein paar... Essen mit. Genau. Nimm mal ein paar Essen mit. Nimm mal ein paar Essen mit. Und den Ritualschädel, wenn du gerade noch dabei bist. Ritualschädel. Das ist der. Blau ist entzündet. Ja, es kommt gerade die. Da, jetzt, nein. Warte, okay. Wieso sind diese Planken so dünn? Es fällt die ganze Zeit irgendwie runter. Ich bin zu dumm zum Treppen steigen. Gut. Wo ist Rot? Rot ist dort. Seid ihr bereit? Okay. Es geht jetzt los. Leg auf. Wir haben hier von diesen Laternen können wir uns Licht nehmen, wenn wir müssen. Um die Skelette zu unterbinden. Rot, Luft. Okay. Ah, sie stehen. Die Ecke gedrängt.
Hey. Du packst dich auch wieder ein, Junge. Hat das für dich gezählt? So. Ja. Na gut. Okay, was sind die nächsten? Kommen die alle drin oder kommen die überall? Die können von überall spawnen, glaube ich. Grün! Grün? Ich nehme grün. Alles klar. Halt einfach die grüne Flamme einfach mal. Wenn zwei Leute drauf waren, reißt das, glaube ich. Aua! Ich muss die Flamme ja nicht durchgehend oben haben. Es reicht schon, die zu aktivieren. Zusammen. Alles klar. Ich hatte kurz Ausschau. Dann war alles bist bereit, um die Flammen zu schnappen? Blau. Blau kommt. Okay, dann nimmst du blau? Okay. Oh, Kumpel. Lalala. Wir müssen eigentlich, oder wir müssen gar nicht warten, bis sie kommen, ne? Also. Wieso? Das wird an den Statuen angezeigt, welche kommen. Ach, tatsächlich? Ja, da kommen dann unten so Hände raus, und da ist der Hände. Ah, praktisch. Musst du mal, drauf achten, wenn du das nächste Mal dann machst. Anna! Ja. Ich nehme. Oh. Ich hab. Langsam. Wo seid ihr denn? Wir sind direkt hinter dir, da. Nein, nein, nicht hier, ich werde von dem. Ah! Hinter dir! Hinter dir! Oh, au! Oh. Hey, du da hinten! Komm mal her! Oben! Aua! Ja, ich bin dran. Ich kümmere mich erst um den Pistoliero hier. Lässt du das bitte? Dankeschön. Danke. Ich wollte kurz schauen, ob jemand zum Schiff kommt irgendwie. Weil ich natürlich niemandem vertraue. Ja. Ah, rot. Das ist Lupius. Holzbretter. Warum sind die Holzbretter drin? Ah, wo kommst du denn her? Oh, Rosa ist auch dabei. Ich nehme Rosa. Okay. Hi. Ja. Run. Na doch, von hinten. Nein, nicht die Angel. Au. Oh. Du mit deiner Knarre. Aua. Aua. Oh nein. Oh nein. Der hat sich angekriegt. Au, au, au. Ja, das bringt mir nichts. Ich bin hier fast tot. Dann friss was! Ja, bin ich, aber wenn durchgeht, ob ich geschossen wird. Weil hinten mal ist noch Pistole. Kann jemand Rosa kurz mal bleiben? Du hast Rosa? Ich arbeite dran. Okay. Jetzt kann ich mal schnell was schon abonnieren. So. Okay. Okay, die Farbe hab ich. Ja, ist nämlich auch schon da. Nein, 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 nein. Boah, ist. Grün ist so grün. Aua. Trefflich, du. Vortrefflich angetroffen. Sehr schön. Oh, immer in Bewegung bleiben, auch wenn du am Essen bist. Oh, wir brauchen grün. Ja, ich gehe grün holen. Ich hab grün. Bleibst du jetzt? Was? Was? Nein, 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 nein. Du kriegst kein Tempo, Digga. Eisen überprüft immer PTBS-artig. Natürlich. Luft, gehst du kurz mal nach Piggy schauen? Oh. Oh, shit. Wird es dann für mich überhaupt noch zählen alles? Ja, ja. Ich denke schon, ja. Ich stelle, dass es nämlich alles Crew hat. Ich weiß es hier oben. Ja, hier. Ja, weiß hat es noch nicht. Was glaubst du eigentlich? Rot und weiß sind das. Könnt ihr ein paar weiße verändern?
Ja, ja, ich kümmere mich ein bisschen um die Roten. Perfektes Timing. Er hat die gerade angefangen zu schreien. Wow. Oh, Bermo! Du hast einen Ausrutscher gehabt. Say goodbye. Ja, ich hab nicht auf den Dingens geachtet. Okay, weiß, wo seid ihr? Wir sind alle oben im Turm. Ja. Oh, und Bermo ist nicht bei Bermo, oder? Nein, ich hab grad nur Rot. Und Bermo ist tot. Ja, ich hab den. So, viele Pistolen! Die haben sich zu sehr aufgeteilt, wir müssen irgendwie zusammenziehen, du. Ja. Oh, aua, oh, mir geht's nicht gut. Ah, shit, ich bin tot. Nein, ich war auch. Ich habe kein Obst mehr gehabt. Oder da hat das Obst nicht gezündet. Ich wollte die Flammen nehmen, dann bin ich umgebracht worden. Okay, ich warte hier. Ich habe kein Obst mehr gehabt, ja. Ich rammel mir mal die weiße Flamme. Wo ist die weiße Flamme? Die ist ganz hin. Also da. Das ist die hintere von hinten. Genau. Also, er hat auch was geblieben, man ist so unorientiert, man guckt überall herum und denkt so, wo ist die Flamme, wo ist die Flamme? Naja, die siehst du einfach nicht, wenn du straight runterläufst. Im Endeffekt muss man auch immer in Bewegung bleiben bei den ganzen Mistdingern. Ja. Ich muss mal neue Nahrungsmittel mitnehmen.